Hallo liebe Leute, hier der Tillman von Nintendo Domination und dies ist die Video-Review zu Zelda Wind Waker HD. Das erste Zelda-Spiel in HD ist nun endlich da. Zwar ist es nicht das erhoffte, totale neue Zelda-Spiel in Erwachsenen-Grafik und lediglich ein HD-Remake des GameCube-Klassikers aus dem Jahre 2003, allerdings, es ist das erste Zelda in HD! Zur Geschichte. Das Böse ist wieder da. Links Schwester Errol wird entführt und er eilt nun in seinen grünen Heldenklamotten übers Ozean, um Errol zu befreien. Zwar hat er ein Schwert und ein Schild und ist nun endlich 13 Jahre alt und somit kein Kind mehr. Doch kaum in der dunklen Festung auf hoher See angekommen, wird er mit dem Übel der Zeit konfrontiert. Ganondorf ist zurück! Wie ein Faustschlag wird dem jungen Helden aus Wind Waker HD klar, dass er nicht nur die eigene Schwester, sondern die ganze Welt retten muss. Zusammen mit einem sprechenden Boot auf einem Ozean, der unendlich groß zu sein scheint, muss der Spieler anfangen, sich zurechtzufinden. Wie von Nintendo gewohnt, lernt man schnell die Steuerungsmöglichkeiten des Spiels und ist nach weniger Zeit nicht mehr davon überrascht, dass man in diesem Remake die Bewegungssteuerung simpel und elegant heimlich eingefügt hat. Nichts ist zu kompliziert, nichts ist zu schwer. Für einen Zelda-Fan. Die Neulinge da draußen werden an manchen Stellen komplett durchdrehen und versagen. Doch auch für die Noobs gibt es den schicken Noob-Modus. Das gesamte Inventar von Link ist auf dem Gamepad-Touchscreen zu sehen und man kann in Echtzeit alle erforderlichen Gegenstände auswählen und nutzen. Aber nun zum Wesentlichen. HD! In 16:9, 1080p Full HD nativ. Mit größtenteils 60 Bildern die Sekunde, wundervollen Animationen, intensive Farbpracht und Weitsicht, tolle Lichteffekte. Ja, eigentlich alles, was ein HD-Remake haben sollte, oder? Es ist herrlich in der Welt von Wind Waker HD dem Sonnenuntergang entgegen oder unter dem Sternenhimmel in Vollmondnacht zu segeln. Opulenter könnte man die Endgegner nicht darstellen. Die Feen sind bezaubernder denn je. Und das Triforce der Macht strahlt goldener als je zuvor. Aber stopp! Das Böse scheint überall seine Tapsen im Spiel zu haben. Leider muss ich sagen, dass Nintendo an einigen Stellen im Spiel kleine Trollfehler eingebaut hat. Sei es nun bei den Bosskämpfen oder bei jedem Piratenschiffgefecht auf dem Ozean, sinkt nicht nur das Schiff der Feinde, sondern enorm die Bildrate auf unter 20 Bildern die Sekunde. Kurz gesagt, das Spiel ruckelt. Manchmal ist dies sogar sowas von nervig, dass man Probleme mit der Kamerasteuerung bekommt. Objekt-Pop-Ups gibt es in Wind Waker HD im Überfluss. Schaut doch selbst! Ja, Nintendo wollte wahrscheinlich wirklich nur von ihrem Perfektionismus ein wenig ablenken. Haben sie jedenfalls sehr gut hinbekommen, nicht? Doch wie ist es nun mit der Musik? Hallo? Es ist von Koji Kondo und alles von ihm klingt in jedem Spiel geil und nochmal geiler. Egal ob es wie in Wind Waker HD in MIDI-Sounds oder wie in Skyward Sword in gigantischen orchestralen Klängen herkommt. Ohrwürmer bekommt man so oder so, auch wenn ihr euch wächt. Und das Ganze in glasklarem 5.1 Sound, hallo, es klingt wunderschön. Oh, und Nintendos Miiverse Service ist ebenfalls fest integriert. Da kann man seine tollen Schnappschüsse posten oder via Flaschenpost nette Nachrichten an die Welt schicken. Irgendwie toll. Alles in allem ist Zelda Wind Waker HD ein sehr schönes und gelungenes HD-Remake seitens Big N. Zwar entspricht es unserer Meinung nach nicht dem klassischen Nintendo Seal of Quality, dafür hat es noch definitiv ein paar kleine Macken.
Aber trotzdem ist es ein Schnupperkurs auf die kommenden möglichen brillanten HD-Titel seitens Nintendo. Man kann ruhigen Gewissens behaupten, dass Nintendo in den kommenden Jahren High Definition neu definieren könnte. Ganze 8,5 von 10 Punkten erhält unser niedlicher Link. Nun denn, dies war die Video-Review zu Zelda Wind Waker HD. Gebt euer Senf ab, liked es unten oder auch nicht, postet eure Kommentare hier unten oder auf Facebook oder auf unserer Homepage nintendomination.de. Die Text-Review könnt ihr ebenfalls auf unserer Homepage ab sofort durchlesen. Viel Spaß und nicht vergessen, you are awesome!